Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Echoes of Tears of Time und das am 17.06.2018. Letztes Mal sind wir hier bei Black Clodas gelandet und ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Ich freue mich. Moment. Heute noch nicht so viel gesprochen, bin seit eine Stunde ungefähr wach. Hab schon gefrühstückt und ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen auf. So, erstmal weg mit dem. Flup, flup, flup. Na, mal sehen, lass mal jetzt die Kugel hier unten, die hier ist. Hep, 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 hep. Ach so, sollte ich das machen. Alles klar. Ist hier drin? Ach so. Weil hier nämlich ein Mechanismus drin ist. Komm her, du dumme Schlange. Dum, hier hin? Ach, ich bin unverwundbar. Hm, verstehe. Schwuppt hier runter? Nee, natürlich nicht. Ah, fuck you. Okay. Müssen wir nochmal gucken. Warte mal. Ja, hier muss ich hin. Alter, bin ich irgendwie so ein bisschen verpeilt? Das ist früher Morgen. Flup. Da ist noch den anderen Schalter. Ich weiß noch, wo alle sind. Licht ist da oben überhaupt haben? Ja, nehmen wir uns mal. Bitte hier. Zack, 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 zack. Ich spring da jetzt drin. Das hier ist da unten etwas Ziel. Ja, das ist. Ich soll mich hier komplett runter. Und wir gehen tot. So, dann kommen wir jetzt ins Ziel. Ein total Ticket easy gewesen. Aber wir müssen wieder komplett nach oben. Hm. Typisch. Ist kein so schwieriges Level. Man muss nur wissen, was man tun muss. So, jetzt ab ins Ziel. Wir haben es ja eh geschafft. Was fehlt mir denn da noch? Ich, hier kann es nicht sein. Nee, nee. Das könnte es sein. So, jetzt erstmal raus hier. Raus aus den Facetten und glätten. Wir finden es schon.
Huschen, Echo, da hoch. Und ab nach unten. Ja, und dann das geschafft. Gravitorbox. Okay. Sehr nice. Jetzt freue ich mich nur, wohin wir müssen. Ach, das. Nein, da muss ich hin. Genau da muss ich hin. Schinkadin. Ja, ich meine mal. Nein. Verdammt, ich will da hin. Alter, habe ich mich... Ich dachte schon gerade. Ich habe irgendwie gerade gedacht, ich hätte mich festgebackt. Yes. Mal sehen. Schaffen. Nein. Yes, ich bin drauf. Ah, wofür soll ich den jetzt nehmen? Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon darauf. Nein. Ach Mist, ich will doch nur da hoch. Das ist gar nicht so leicht als gedacht. Es ist ja leicht, aber irgendwie verliere ich immer die Spannung und den Bogen dahinter. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das mal irgendwie hinbekomme. Irgendwie mischt es nicht. Ja, geht doch. Gewehr. Ja, und dass ich jetzt Pac-Man World auch erstmal noch nicht weiter gezockt habe. Vor dem Grund, ich habe aus Versehen die Rohdateien dazu gelöscht. Wollte ich gar nicht machen. Und deswegen gibt es erstmal keine weiteren Videos zu Pac-Man World. So aus dem Grund. Das ist irgendwie wisst.
hier geht's zum Boss. Hallo? Jo. Global Horde. Was würde ich hier nochmal machen? Ach ja, wir müssen ja die Kugel von den Ketten lösen und die dann irgendwann zerstören. Oder? War das so? Ja. Ah, okay. So. Okay, wir müssen nur die Kette irgendwie kaputt kriegen. Sehr schön. Sie wollen uns nur nicht erwischen lassen. Sonst sind wir... Nochmal. Ja, natürlich, alles klar. Sie wollen uns nur nicht erwischen lassen. Komm schon. Die scheiß Kugel kriege ich auch kaputt. Komm schon, geh kaputt, du dummes Ding. Ich glaube, das war's. Jo, das war's wohl. Ach, ist das schön. Sehr schön, wir haben es geschafft, ey. Wow. Was wollen wir jetzt damit? Ich glaube, ich weiß schon wohin. Was ich an dem Spiel interessant finde, sind immer so diese Zeitreisen und diese Teleportationsgeschwindigkeit, wenn man irgendwo anders hingebiegt wird. Das finde ich schon sehr interessant gemacht. Poing! You amaze me again, little one. Know that I am Volo again. I can give you the power you need to stop the vortex screen and I will sing a powerful song to summon you brother singers. They will help you with the May vortex dormness. Go now and stop the vortex manic. Haben wir jetzt unendlich Luft bekommen? Scheint so. Okay, wohin jetzt? Wohin muss ich denn? Aber ich habe jetzt unendlich Luft und das ist richtig cool. Ich muss da unten hin. Okay. Huge. Thank you.
das mal hier hin. Ja, continue, natürlich. So, wir schaffen das Spiel jetzt noch. Ich finde die Mucke geil. Das muss ich mal sagen. War das jetzt hier irgendwo? Hier. Ich muss jetzt nur noch irgendwie die Vortex Screen aufhalten. Und dann ist es geschafft. Endlich. Ist nicht mehr viel. Aber ein richtig großes Projekt mit 8 Parts? Ja doch, das ist cool. Cool, ich glitsch mich da durch. Das war knapp eben. Das Spiel macht einfach zu sehr Spaß. Finde ich. Ich werde natürlich auch die weiteren Echo-Teile spielen. Ist ja ganz klar. Gibt's ja noch mehrere. Ich wollte endlich auch mal was aus meiner Kindheit weg haben. Ja, das können wir heute machen. Weil die letzte Station von dem Spiel ist Atlantis. Müsste nicht jetzt das Level bekommen? Am nächsten? Ich hoffe es. Bitte gib mir das Levelende. Ja, gar nicht mal schlecht. Um ehrlich zu sein. New Machine, neue Maschine. Ich bin mal gespannt. Ich kann mich erinnern, dass es so ein langes Level nicht war. Nee, es war eigentlich eher... war eher ein kürzeres. Ich rede jetzt noch nicht so viel, weil ich die Atmosphäre genießen möchte. Aber das schaffen wir, das wäre ganz cool. Wenn ich das in einen Atemzug schaffen würde. Nee, leider nicht. Fuck you. Ja, scheiße.
Oh komm, das können wir, das Spiel. Das ist nicht so schwierig. So wie es aussieht. Nö. Finde ich kein Stück. Ich bin an den Xbox 360 Gamepad Controller an meinem Rechner angeschlossen. Und von daher weiß ich, wieso es geht. Ab nach oben. Ist klar. Ich habe auch nicht aufgepasst. Soll ich denn da so schnell reagieren? Alter! Wow! Jetzt hat es aber funktioniert. Vortex Screen. So, da muss man aufpassen, dass man von innen nicht eingesaugt wird, weil dann kommen wir in eine andere. Dann werden wir in so ein Viech verwandelt und kommen in eine Dimension. Das ist mega nervig. Sprechen wir uns Sicherheit. Nein, ist nicht paralysiert. Nein, 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 nein. Genau das habe ich geahnt. Ich muss den Schnitt machen, weil das wollte ich euch nicht unbedingt zeigen. Nö. Okay. Das war so klar. Dann wäre sein Arm schon mal kaputt. Geh kaputt. Komm, ich scheiß Paralyse. Was ist jetzt? Ja, sehr schön. Also, damit haben wir die Vortex Screen besiegt. Ah, sehr schön. Was überhaupt die Vortex Screen?
denkt ihr euch, haha, jetzt wird's speziell? Nee, kommt da noch was. Kommen ja noch drei Level. Und von daher... Echt wie in so einer Schwimmparade. Cool. Once again, you are the hero of the sea. You have saved your kid. You have saved the Astrid. And you have saved it future. Songs of your courage will echo in the waters of it. Forever. I am born to be you, good mate. Present by E.E. Annunziata. Ah, okay. Die Producer. Designer. Echo Team. Musik. Also ein Quatsch jetzt hier. Thanks for playing. Nee, das war's noch nicht. Jetzt kommt die letzte Station, und zwar Atlantis. Da gehen wir jetzt hin. Atlantis ist die letzte Station von dem Spiel. Und dann war's das. Ich erwisch die alle. Ja, wie, aber ich erwisch sie. Scheiße. Nicht bekommen. Leider nicht. Leider nicht. Ach, Mann. So ein Dreck. Aber Echo hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mal. Wie viele kommen denn hier noch? Den erwische ich. Nein! Leck mich! So ein Scheiß, ich hab nicht alle erwischt. Oh, ist das nervig. Echt mega nervig. Hey, warum? Ich bin doof? Nee, wirklich mal. Was krieg ich hin? Was krieg ich hin? Nee, krieg ich gar nicht hin. Ah! Ich... Homebay. Sag mal, bin ich irgendwo echt so doof, die zu erwischen? Das Let's Play hier zu Echo The Tears of Time wird 8 Parts haben. Definitiv. So viel schon mal sicher. So, komm, alle erwischen. Ich hab den nicht gekriegt. Ich fass es nicht.
Sehr gut. Das war ein bisschen zu schnell. Ich krieg den nicht. Na, und schon wieder tot, Mann. Ist doch dumm, dass ich hier da unten sterbe an so einer einfachen Kacke. Ist doch nicht zu fassen, ey. Sorry, aber das ist wirklich echt so ticket easy. Yes. Es ist echt so leicht, komm. So, ich glaube noch zwei, dann dürfte ich es haben. Yes, ich habe es. Epilog. Okay. Morden auch noch. You saved its future and the natural flow of the stream of time. Then it sent you into the past original that causing the stream of time to split in two. That is Ray, you are the stone. Dieser Weg führt dich zu den Steinen. To prevent this from happening again, you must go to Atlantis and destroy the time machine. When you do this, you will swim happy again and live on it will go on. So, Atlantis. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen Schnitt, oder? Nee, wir machen das noch. Aha. Das ist echt einfach. Sind wir in Atlantis? Wohin muss ich denn überhaupt in dieser Kiste hier? Doch bestimmt nach oben. Bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich gerade ein bisschen planlos.
Da muss ich hin, ja. Das ist echt im Atlantis. Oh Mann, krass. Aber nicht mehr viel Energie. Ach, gib mir einen Fisch. Okay. Ich jetzt noch so einen Fisch. Ich glaube, ich war schon mal hier. Einfach nur den Fisch geben. Das ist dick easy. Schön. Das ist nur nämlich hin. Ach so, deshalb muss er da hin. Okay. Nochmal. Das schaffen wir jetzt. Komm schon. Ich will nur diesen verdammten Stein da rüberbringen. Das wollte ich. So, da irgendwie noch hin. Wo war das denn jetzt? Hier rüber? Und dann hier runter irgendwo? In dieser Bereich hier. Ja, ich hab's. Gut, ich mach mal einen Schnitt. Bis dann.